Hallo zusammen, ich heiße Williams, aber kennen tut man mich eigentlich als Willis Fried Chicken. Es ist wieder einmal soweit, ich mache wie jeden Morgen Vorbereitungen für die feinen Bulleteile. Das ist natürlich alles aus der Schweiz und das ist einer meiner liebsten Jobs. Das Wichtige an dieser ganzen Geschichte ist, dass man hygienisch arbeitet. Das heisst also immer mit sauberen Händen an die Sache herangehen und auch wieder mit sauberen Händen die Sache verlassen. Jeder weiss, wie heikel das ist, mit Bullet zu arbeiten. Wir waschen jetzt die Teile mal. Also ihr seht hier unsere Würzmischung für die Teile. Die ist nur halb geheim und es sind nur 4 verschiedene Sachen, nicht wie bei unserer Konkurrenz 11 Sachen. Bei uns ist weniger mehr, also das heisst, hier haben wir Salz, hier haben wir flüssig Chili, hier haben wir Chili in getrockneter Form und das ist unsere geheime Kräutermischung. Wir haben hier die marinierten Teile, die gewürzten Teile, die haben wir jetzt schon ein bisschen durcheinander gemacht. Wichtig ist, dass die 4 Gewürze richtig einmassiert werden können. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass möglichst viel Geschmack hängen bleibt. So. Das Ganze hier, wenn es durchmassiert ist, tun wir in einen Sack rein. So. Und lassen das noch mindestens für 6 Stunden im Kühlschrank durchziehen. Also 6 Stunden sind jetzt vorbei, wo wir es mariniert haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das geht beim nächsten Schritt. Das Ganze tun wir jetzt in einer Mehlpanade wälzen, die Teile. Das heisst, möglichst überall wälzen drin, alle Seiten. Und dann wird das auf die Seite da und mindestens 20 Minuten einwirken lassen, damit sie schön haftet. Als nächstes tun wir die Bulleteile in die Fritteuse. Das ist eine Spezial-Hochdruckfritteuse, das ist also keine normale Fritteuse. Das verhindert, dass die Bulleteile nicht ausgetrocknet sind, wie bei einer normalen Fritteuse. Sie tönt auch gut, aber sie ist sicher nicht so saftig wie bei einer Hochdruckfritteuse. Gut, füllen wir den Korb. So, das Ganze rein. Da wird kräftig zugedreht, kann nicht passieren. Und dann stellen wir hier die Zeit und die Temperatur ein. Und nach ca. 15 bis 20 Minuten sollten die Teile dann eigentlich fertig sein. Also jetzt hat es zu Zeit ist abgelaufen, ihr seht und hört es, es dampft, wir können es aufmachen. So, da kann also gar nichts passieren, es sieht gefährlich aus, ist es aber nicht. Man kann sich höchstens verbrennen, wenn man keine Lumpen nimmt. Jawohl, so sieht die Sache dann aus. Fein, schmeckt gut, super rausgekommen. Schöne Farbe, nicht krass, bis es muss sein. Wir tun jetzt die Teile nur noch schön auf dem Teller platzieren. Und dann kann man nur noch einen guten wünschen. Hallo zusammen, ich bin der William Moser. Ich bin da der Inhaber vom Restaurant Freihof. Ich bin ein absoluter Bulle- und Gückli-Fan und aus diesem Grund haben wir Willis Fried Chicken ins Leben gerufen.
Die feinen Pulleteile, die ihr hier jetzt seht, die wir vorhin gemacht haben, könnt ihr bei uns im Restaurant Freihof an der Badenstrasse 540. Und würdet uns freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeikommt. Schöne Zeit wünsche ich euch.